Eine Tageszeitung schrieb über ihn. Er ist deshalb einer der großen Kabarettisten Österreichs, weil er nicht nur darauf setzt, dass Pointen glänzen. Er lässt sie abschmieren im üblen Gestank der Wahrheit. Begrüßen Sie mit uns Martin Buntigam. Hallo, mein kleiner Schatz, was gibt's? Ja, am Telefon steht Zwergi, da hebe ich natürlich ab. Bitte. Ja, ich weiß, dass du bald Geburtstag hast. Und? Nein, du darfst trotzdem keinen Hund. Nein, ich will keinen Hund. Schau, Hunde sind unselbstständig, lästig und stinken. Wenn ich sowas haben will, dann warte ich, bis meine Eltern zum Pflegen sind, da brauche ich keinen Hund. Ja, ich weiß, ich habe versprochen das Wochenende, aber es ist was dazwischen gekommen. Ja, nein, nächstes, auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir den ganzen Sonntag für uns. Ja, okay, gut, baba. Entschuldigung, weil mein Sohn, der hat bald Geburtstag und meine Frau und ich, wir leben jetzt getrennt, das hat er wahrscheinlich gedacht, als Scheidungskind kann er den Papa erpressen, dass ich ihm einen Hund kaufen muss. Ja, bin eh stolz auf ihn, dass er das probiert. Ja, spricht sehr für seine soziale Kompetenz. Ja, noch dazu, wo ich ihn jetzt wirklich versetzt habe, aber war schon ein Anlass auch dazu, weil ich war am letzten Wochenende in meinem Heimatort wieder einmal, seit langer Zeit, oft bin ich nicht mehr dort, seit die Mama tot ist, aber solange der Papa noch lebt, fahre ich ab und zu hin und das war halt ein besonderer Anlass, weil es war großes Volksschulklassentreffen, 35 Jahre 1b, wollte ich natürlich schon wissen, wie die jetzt alle ausschauen, ich bin ja auch aufgegangen wie ein Germteig. Und darüber hinaus hat unser Volksschullehrer, den haben wir damals irrsinnig gern gehabt, alle, der ist jetzt vor dem Sommer in Pension gegangen und da hat es halt die gemeinsame Idee gegeben, dass man ihm ein allgemeines Geschenk überreicht. Da war die Aufregung natürlich groß, nicht, was etwas Besonderes sein soll, was Spezielles, was man nicht jeden Tag bekommt. Habe ich vorgeschlagen, Prostata-Orgasmus. Weil über was selber Gebasteltes freuen sich die Menschen oft auch am meisten. Haben sie dann aber nicht genommen. Geschenkt haben sie ihn dann einen Büchergutschein, einen Blumenstrauß und ein Weinthermometer. Entsprechend war dann natürlich die ganze Veranstaltung katastrophal. Aber woher sollen sie es auch haben, muss man ehrlicherweise sagen, in der Gegend. Meine, man kann sich nicht aussuchen, wo man herkommt und es ist nicht alles schlecht am Land, aber dort, ich war so froh, wie ich damals weggekommen bin von dort. Es war nicht die Hölle, das nicht, aber es war langweilig. Einfach nur wohnen und alt werden. Zwischendurch ein bisschen Rasen mähen, Auto waschen, Kirche gehen. Mein bester Freund damals in der Kindheit war der Nachbarssohn. Aber nicht, weil der so ein lässiges Haus war, sondern weil er halt da war. Wohnt eh noch immer da. Und ist jetzt auch kein Volltrottel im engeren Sinn. Ist halt Hauptgang an, am Wochenende mit einer Schlagerpartie immer so Hochzeiten begleitet am Schlagzeug. Jetzt haben wir halt eine ganz eigene Sprache miteinander entwickelt. Nicht? Eigene Codes, nur ganz bestimmte Sachen miteinander gemacht, wo sicher beide mitkönnen haben. Dann allerdings arge Sachen zum Teil. Darf ich gar nicht alles erzählen. Ja, obwohl, müsste eh schon verjährt sein. Haben wir einmal in der Disco, haben wir einer K.O.-Tropfen ins Cola-Rot gegeben, weil wir wollten es nachher noch ein bisschen ausgreifen. Bin ich nicht stolz drauf, ich erzähl's nur. Und das war auch Alkohol im Spiel, ist keine Lösung, das weiß ich heute. Und jetzt war es aber so, sie war keine ganz dünne, nicht? Wir waren relativ unerfahren in der Dosierung. Jetzt hat es eine Zeit lang gedauert, bis die tatsächlich K.O. gegangen ist. Bis dahin waren wir schon plunzenfett. An Ausgreifen war längst nicht mehr zu denken. Aber das Gute daran, dadurch haben wir uns auch eine Jugendstrafe erspart, weil wir sind nämlich beobachtet worden und werden dafür wahrscheinlich ins Häfen gegangen. Also Alkohol ist nicht immer nur schlecht. War eine wilde Zeit damals. Aber solange der Papa halt noch da ist, komme ich manchmal her, ne, triff ihn auch. Ne. Fahre ich immer wieder her. Einerseits natürlich, wer weiß, wie lange es den Papa noch gibt. Andererseits ist er relativ einsam, er lebt allein. Schon deshalb schaue ich, dass ich relativ regelmäßig zu ihm komme, dass die Abstände nicht so groß werden, weil sonst komme ich eines Tages nach Hause und er liegt vertrocknet am Küchenboden. Hat ja niemand was davon.
Obwohl, ich meine, habe ich unlängst einmal geschaut, was der auf der hohen Kante hat. Mein Lieber. Also bescheiden waren meine Eltern die ganze Zeit schon, beide waren nicht besonders verschwenderisch. Ich habe mir schon erwartet, dass da irgendwann einmal ein bisschen was zum Erben daherkommt. Aber dass es so viel ist, liegt vor allem daran, weil der Papa sein Elternhaus sehr gut verkauft hat. Gar nicht lang her, da war nämlich relativ lang die Haushälterin meiner Großeltern drinnen, die hat gehabt ein Wohnrecht auf Lebenszeit und das dauert dann halt mitunter sehr lange. Aber irgendwann ist es genauso verlässlich auch wieder vorbei. Und jetzt hat er das Haus gehabt und hat was machen müssen damit. War ein sehr altes Haus, trotzdem irrsinnig schier. Aber relativ viel Grund dabei, an einer Aupromenade gelegen, also da kann man auch was machen damit, wenn man das möchte. Nur der Papa wollte nicht, weil er nämlich die Leute dort in der Gegend nicht leiden kann und soweit ich das beurteilen kann, zu Recht. Sein ungemütlicher, rückständiger Arschlochort voller bösartiger, unkultivierter Arschlöcher. Also wenn man sachlich bleiben möchte. Wenn dort der Bischof in den Ort zu Besuch kommt, dann ist das der kulturelle Höhepunkt auf Jahre. So. Jetzt war aber das Haus direkt neben der Volksschule gelegen. Jetzt hat der Papa vorgeschlagen, sie können einen Turnsaal vergrößern, einen größeren Pausenhof für die Kinder machen, schlimmstenfalls nur einen größeren Parkplatz für die Lehrerautos, whatever. Die Gemeinde soll das Haus zu einem angemessenen Preis ablösen und that's it. Jetzt war die Gemeinde dann aber so geschissen und hat den Papa mit Bescheiden überhäuft, wahrscheinlich weil sie auch nach dem Preis drücken wollte, bis der Papa gesagt hat, unter den Umständen, er behält sich das Haus, er macht was Gemeinnütziges, er macht ein Waisenhaus für osteuropäische Straßenkinder. Nur Spaß, er wollte nur schauen, was passiert. Und es waren auch nicht gleich von Anfang an alle dagegen. Ja, 3, 4 wollten noch Details wissen, bevor sie es endgültig ablehnen. Hat sich der Papa natürlich entschuldigt für seine mangelnde Sensibilität. Er versteht natürlich auch die Bedenken der Bevölkerung und hat erhöht auf Asylantenheim. Haben sie da die Scheiben eingeschmissen, erste Drohbriefe, hat er sofort den Bürgerversammlung gegeben zur Problemevaluierung. Er war damals wirklich super in Form. Er war erst ganz kurz in Pension, es war ihm irrsinnig fad zu Hause. Die Mama hat schon die ganze Zeit gebettelt, er soll es bitte, bitte bleiben lassen, bevor wirklich noch was passiert. Hat er gesagt, okay, Kompromissangebot, er macht kein Asylantenheim, er macht sogar was für Inländer, AIDS-Hilfehaus. Da hat ihm dann die Gemeinde blitzartig das Haus abgekauft, zu einem Wahnsinnspreis, weil das Haus war eben direkt neben der Volksschule gelegen. Und da wollten sie natürlich keine Warmen haben. Also Homosexuelle, sagt man auch in manchen Gegenden. Der will nicht ungerecht sein. Das ist nach wie vor ein heikles Thema, nicht nur dort. Das Fortschrittlichste, was es auf dem Gebiet zu hören gibt, ist nach wie vor ein Hund. So ganz normal, ne? Sind ja Menschen wie du und ich, Hauptsache sie wären auch glücklich. Kenne ich auch keinerlei Eltern, wenn ein Baby unterwegs ist, die sagen, wir hätten sehr gerne einen Buben und schwul soll er sein. Eine richtige Schwester. Kommt praktisch nie vor. Und haben auch wir uns für ein Wahrhaus, also für unseren Zwerge damals nicht gewünscht, ne, muss ich sagen. Aber ehrlicherweise sagen wir, wir haben uns eigentlich damals, wie er unterwegs war, auch über sowas gar nicht Gedanken gemacht. Wir haben eigentlich damals immer nur gesagt, Hauptsache kein Ausländer. Martin Puntigam.